Und willkommen zu einer weiteren Folge MotoGP 2017 Mod. Wir sind in Valentino Rossi The Game und wir werden heute auf vielfachen Wunsch mit Jakob Kornfall fahren. Da müssen wir einmal in die Moto 3, denn er wird dieses Jahr für das Peugeot Saxoprint Team an den Start gehen. Das Team hat sich für die Saison ja, zwei neue Fahrer geholt. Wir werden das Ganze auf dem Sachsenring fahren. Drei Runden und ja, das Peugeot Saxoprint-Team geht mit zwei neuen Fahrern an den Start. Mit Jakob Kornfall, mit dem wir jetzt fahren, Hallo und haben willkommen wir einen zurück. Ich erfahrenen, sehe, dass das konstanten Wagen Fahrer, der in die endlich Punkte auch geschafft fahren hat. kann. Und was mich sehr erstaunt hat, dass als zweiter Fahrer ein Red Bull Rookie gesetzt ist, geplant ist, wie man es eben nennen mag. 15 Jahre alt, 15 Jahre alt. Ich kann heute echt nicht sprechen. 15 Jahre Hier alt, ist der Postdienst im Patrick Sachsenring. Pulkkinen heißt der, Konzentrieren Sie sich glaube klar ich, und der warten kleine Sie auf Mann. einen weiteren Grand Prix. Und der wird, oder der wurde auch, ne, sehr beobachtet bei den Red Bull Rookies. Und ich denke mal, der ist da gut aufgehoben, auch mit Jakob Kornfall, der Erfahrung hat und so weiter. Der wird da, denke ich mal, gut reinpassen. So, unser Rennen ist gestartet. Mal schauen, wo wir am Ende landen werden. Wir haben ja ein großes Feld hier. Einem engen Sachsenring, der ja übrigens auch jetzt im März, Anfang Mitte März, je nachdem wie das Wetter natürlich ist mit dem Schnee und so weiter, soll einen komplett neuen Asphalt bekommen. Finde ich sehr interessant. Zumal ja das Ganze auch so ein bisschen verschuldet ist, ne? Von den Veranstaltungsdingern und so weiter, was da alles eben so bezahlt werden muss. Dass da dann halt solche ja, Bauten dann begonnen werden. Und ja, letzte Saison ja noch McPhee, der sogar ein Rennen gewonnen hat. Wir wissen es alle, in Brünn, das Regenrennen, wird das Team verlassen, hat das Team verlassen. Alexis Masbou war ja da auch der Teamkollege, hat dann aber auch irgendwann mitten in der Saison ist er da weggegangen und Albert Arenas kam da als Vertretung als neuer Mann. Der wird aber auch dieses Jahr irgendwo bei Mahindra war es, glaube ich, an den Start gehen. Mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. So, wir kämpfen uns hier voran. 16. Platz. Wir können noch mal gerade hier, wenn wir gerade auf der Geraden sind, können wir uns hier noch mal das Ganze hier anschauen. Das Saxoprint Peugeot Team oder das Peugeot gebrandete Team ist ja im Grunde Mahindra, glaube ich, soweit ich das gelesen habe. Bin ich mir aber auch nicht so sicher. Moto 3 oder auch Moto 2, das ist immer so ein bisschen kritisch. Da hört dann auch meine kleine Ahnung, meine kleine große Ahnung, die ich habe, dann nochmal so ein bisschen auf den Helm. Da hört es dann auch auf. Aber auch hier natürlich auch nochmal angemerkt, das ist jetzt nicht das endgültige 2017 Livery Design. Das ist jetzt einfach nur hier angepasst, rüber gewechselt, der Helm und so weiter. Das ist alles noch das, was halt 2016 getragen wurde. Das wurde bisher nur bei, oder nur in der MotoGP-Klasse wurde das speziell angepasst. Und hier in der Moto2, Moto3 wurden eben nur die Fahrer geswitcht. Helm und so weiter, Startnummer. Das ist alles noch im selben Design, deswegen sieht das auch manchmal etwas komisch aus. Aber ich denke, wir dürfen uns nicht beschweren. Der Mod ist kostenlos und er ist wunderbar. Er wird weiter geupdatet. Und ich denke mal, dass wir hier auch in jeder der drei Klassen eine wunderbare Experience genießen können. Und wir fahren ja auch schön vor. Sechste Position. Wir haben dann noch eine Runde. Sieht ganz gut aus. Und ihr könnt mir natürlich auch weiterhin Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich mache das gerne. Es klappt zwar das eine oder andere Mal nicht vielleicht sofort, aber ich habe da schon Lust drauf, da auf Wünsche einzugehen. Gerade auch auf Fahrer vielleicht, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe oder die ich auch noch gar nicht gefahren bin.
Mittlerweile sind wir ja schon einige Fahrer oder mit einigen Fahrern gefahren, so rum. Hauptsächlich natürlich in der MotoGP-Klasse. So, wir sind in der letzten Runde, sechste Position, haben wieder ein bisschen Boden, ja, verloren. Beim Anbremsen. Jetzt gehen wir hier außen. Nochmal hier ein bisschen konzentrieren. Ja, Sachsen übrigens natürlich wieder mit dabei dieses Jahr. Das wird wieder ein sehr, sehr cooles Wochenende. Die Kamera ist natürlich auch wieder dabei. Da habe ich ja schon letztes Jahr zum ersten Mal mit so einer Spiegelreflexkamera da rumhantiert. Bild- und Videomaterial aufgenommen. Und da werde ich mich auch verbessern, was die Qualität oder auch die Aufnahmemethoden angeht. Also weniger wackeln und so weiter. Und warum nicht mal außen hier vorbeigehen, aber da müssen wir ein bisschen abbremsen. Dann haben wir da Antonelli, Fenati ist da mit dabei. Glaube ich. Außen vorbei kann man mal machen. Ist aber noch nichts entschieden. Die Ziellinie ist erst am Ende. Normal wäre die jetzt hier schon gewesen. Ja. Ja. Moment. Bevor wir ins Ziel fahren, können wir ja nochmal kurz hier mit der Kamera mal so ein bisschen hier gucken. So. Wer könnte denn das Rennen gewinnen? Ja, wer könnte denn das Rennen gewinnen? Wir haben hier Nicolo Antonelli, wir haben hier Jakob Kornthal und das ist, glaube ich, ist das der Fenati? M88, wir hatten die 88. Jetzt müsste ich natürlich, ich habe jetzt keine Ahnung, wer das ist jetzt mega peinlich. Wer hat denn die 88? Da steht Bastian Inea Bastianini, aber der fährt doch bei Kart. Boah, jetzt bin ich maximal verwirrt, okay. Hier haben wir noch eine Sky Racing Maschine. Ja, wer wird das Rennen machen? Und? Komm, zeig's mir. Wer hat's gemacht? Jawohl. Aber Abstand wieder, man sieht's nicht von der Webcam her, aber 0-0-0-0. Jorge Martin. Jorge Martin war das auf der Honda. Mit der 33, das war gar keine 88. Es sah doch wie eine 88 aus. Aber ich war kurz desorientiert. Ich war kurz verwirrt war ich, weil da Bastianini an der Frontscheibe stand, weil das das Bike war von Bastianini. Aber das war Jorge Martin, alles klar. Denn wie gesagt, Nicolo Antonelli ist Dritter mit 17 Hundertstel oder 17 Tausendstel. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt ausspricht. Und ja, dann Nicolo Bulega. War ein cooles Rennen. War ein cooles, spannendes Rennen. Wir können nochmal natürlich auf die Wiederholung ein bisschen schauen. Können auch nochmal gerne nach vorne, hier ganz nach vorne gehen. Das müsste jetzt hier eigentlich... Ja, das ist wieder so mein Halbwissen, wer alles Moto 3 fährt. Antonelli, Jorge Martin müsste das ja dann sein. Die 33 ist ja dann logischerweise Enea Bastianini. Oder war es doch die 88? Ja, der Mod kann natürlich auch, wie gesagt, muss ja nicht alles stimmen, was hier steht. Weil der Mod ja auch noch nicht so hundertprozentig ist. Können aber gerne nochmal, wo sind wir denn hier? Oben links stehen ja hier Kornfall, da sind wir. Der da so komisch hin und her fährt, der nicht die saubere Ideallinie fährt, das sind wir. Ja, war doch eine lustige Folge. War ganz cool, war ganz amüsant. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Eine weitere Folge MotoGP 2017 Mod. Wie schon gesagt, weitere Vorschläge gerne in die Kommentare. Eventuell gucken, nicht dass ich schon... den Fahrer genommen habe, den du dir gerade aussuchen möchtest. Ich habe ja schon die eine oder andere Folge gemacht. Ich habe auch eine Playlist dazu, die kann man sich anschauen und gerne mal durchgucken. Aber ich kann auch, ja, vielleicht ein zweites Mal mit einem bestimmten Fahrer fahren. Dann nimmt man halt mal eine andere Strecke, was soll's. Aber ja, einfach mal durchgucken. Vielleicht ist ja schon was dabei, was man möchte. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.